Lena, etwas leiser bitte! Ich falle ja hier fast vom Stuhl. So, dann ziehen wir mal hier drinnen die Wand hoch. Na toll, jetzt klingeln die Nachbarn. Das war zu laut. Ich bin nicht da. Ich bin in der Aufnahme, ich bin beschäftigt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Und hier haben wir 1, 2, 2, 3. Naja, muss nicht immer symmetrisch sein, sag ich ja immer. Schon gar nicht zu der anderen Seite hin. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 4, 4. Das passt sogar perfekt. So, jetzt kommt hier natürlich noch gleich Holz rein. Und was jetzt richtig schön wäre, ach, das Bett ist ja gleich hier vorne um die Ecke. Sonst hätten wir uns jetzt hier noch schnell eins hingestellt. Wir müssen halt darauf achten, dass hier wirklich alles dann beleuchtet ist. Machen wir jetzt erstmal das Bett. Hier hoch, dann links, dann rechts, dann hier rum und da rein. So, und gute Nacht. Ja. Wie schon wieder morgen? Man ist dafür gespawnt in der kurzen Zeit. Spinnenjagd! Da scheint noch irgendwas in dem Baum drin zu hängen. Na, wartet. Das war schlau, oder? Die beiden ablenken, indem man sie gegeneinander aufeinander hetzt und dann in genüsslich downkloppen. So. So. Komm runter, du Baum. So, das wären jetzt quasi hauptsächlich Ladenlokale, kann man sagen. Wir werden uns großartig nicht mit der Inneneinrichtung aufhalten. Wir werden erstmal wirklich Haus an Haus setzen. Das so ein paar hundert Mal. Naja, so oft dann auch wieder nicht. Sobald wir etwas weiter sind, werden wir ein paar NPCs hier aussetzen. So, ein noch drauf und dann kommt hier die Dachreihe. Zwei, drei. Ups. Werden jetzt natürlich nicht alle aus Cobblestone gebaut. Das ist jetzt das erste. Für die anderen daneben war, hatte ich ja schon angekündigt. Lehm zum Beispiel eignet sich dafür. Oder bald auch die neuen Gesteinssorten. Und um die neue Funktion von Minecraft einmal zu testen, werden wir zwei Häuschen noch einfach mal kopieren. Das hat jetzt meiner Meinung nach nichts mit Cheaten zu tun, sondern einfach damit, dass wir das auch im Let's Play einmal gemacht haben und getestet haben. Man muss ja wirklich, man muss ja alle Funktionen auch einmal selbst getestet haben. Damit man sie später sagen kann, ja, das haben wir im Let's Play gemacht. Wir haben wirklich das komplette Spiel im Let's Play gehabt. Was hast du denn jetzt gemacht? Ach so, okay. Denn wir wollen ja hier auch wirklich mal den ganzen Funktionsumfang von Minecraft haben. Den Creative Mode hatten wir ja in dem Sinne getestet, als wir da hinten das Fenster in die Kirche eingesetzt haben. So, und jetzt habe ich eine tolle Idee, dazu brauche ich massig Holz. Was ist eigentlich das da vorne? Hängt das auch in der Luft oder ist der noch stabil? Ah nee, das ist unser Park dort. Okay. Massig Holz. Naja. Hauptsächlich dann mal die Großen hier weghacken, würde ich sagen. Und sofort weiterrennen, denn da vorne sind noch viele mehr davon. Das sind auch so die einzigen, die hier noch rumstehen. Na toll. Och. Das war unproduktiv. Also wirklich. Ey, bei jedem Baum hier kommt too large, den muss man von oben runterhacken. Das hatten wir, habe ich ja schon mal gezeigt, wie man das richtig gut ausnutzen kann. Nur wenn man den dann schon gestartet hat, ist da natürlich nicht mehr viel mit Hacken.
So, naja, ein bisschen Holz gab's ja. Nehmen wir noch ein paar kleine Bäume dann mit. Und dadurch steigern wir jetzt ja auch unseren Skill. Und je höher der Skill ist, desto einfacher wird es später, die Bäume wegzuhacken. Holz ist immer Mangelware irgendwie bei uns. Wie weit wir jetzt schon laufen müssen. Das hier, das eignet sich auch so richtig zum Bebauen. Für große Projekte ist das doch ideal. Ich meine, das ist zum großen Teil alles hier flach. Wenig hügelig. Es hat direkten Anschluss zur Stadt durch den Bergdingens. Und wir haben sogar hier Wasser. Sogar eine Crafting-Box. Die wir irgendwann mal vor Millionen Jahren hier hingestellt haben. Ja, das ist hier übrigens so, das ist das gegenüberliegende Ufer. Also zu unserem Hafen. Also, das ist auch jetzt quasi, auch wenn es ein bisschen seicht ist, unsere natürliche Barriere. Und man merkt schon, dass das Ganze langsam wirklich dann rund wird. Nach 3 Jahren fängt es an, rund zu werden. Haben wir schon wieder ready? Nö. Dann nehmen wir noch kleine mit, dann machen wir es noch einmal. Dann sollten wir genug Holz haben. Zumindest für das, was ich vorhabe. Den da nehme ich noch mit. Auch wenn jetzt der Treefäller bereits ready ist. So. Und jetzt geht's rund. Bald steht hier wirklich kein Baum mehr rum. So, schnell weiterflitzen. Kriegen wir den da noch? Ach, verdammt. Bäm. Mehr ist nicht drin gewesen. Auch schon wieder zu large hier. Das sind, wenn zwei so große aneinander wachsen, da gibt es dann immer Probleme. So. Naja, reicht erstmal. Hier könnte man schön so einen Turm hinsetzen. Darauf habe ich richtig Lust, dort einen Turm hinzusetzen. So gerade genug in der Reichweite, dass man die Stadt noch sehen kann. Also unsere Bergstadt und den Nether-Dings da vorne. Die Netherburg wird ja auch quasi, das wird jetzt ja, ich sag mal, eine Art Mittelpunkt der Stadt. Denn drumherum hier werden überall jetzt Häuser entstehen. Das ist quasi jetzt unsere Baufläche für dieses Jahr. Letztes Jahr haben wir dort die Hafenhälfte gebaut, dieses Jahr bauen wir hier. Jetzt machen wir etwas, das habe ich auch noch nicht probiert. Wir setzen jetzt einfach, also probiert schon, also ich weiß ungefähr, was ich hier tue, aber ich habe halt noch nie geguckt, wie das richtig aussehen wird. So. So. Jetzt gehen wir hier rum. Das frisst massig Holz, also. Irgendwie muss man auch noch einen Hochgang hinmachen, dass man auch nach oben kommt. Aber da habe ich auch eine Idee. Jetzt muss ich die Idee tatsächlich auch verwirklichen. Und zwar machen wir das von dieser Seite. Dass quasi hier so ein kleiner, ich sag mal, eine Seitentreppe ist. Auch relativ massiv. Da kommen dann auch noch Treppenstufen drauf. Und das wird quasi dann für die höhere Etage benutzt, wo dann auch noch, ich sag mal, ein kleines Wohnhäuschen draufkommt.
Treppe, Treppe, Treppe. Kommt hier auch noch einer hin. Zack. Zack. Und zack. Sieht jetzt von hier relativ massiv aus, aber man kann sogar noch dran vorbeilaufen. Nein, bald nicht mehr. Da muss man einmal springen. So, dann machen wir uns doch einfach mal ein paar Stüfchen. So. So. Ein zu hoch. Hier könnten wir dann vielleicht später noch erstmal eine Fackel draufstellen, aber später vielleicht mit Zäunen noch das Ganze hier umranden, damit das so ein bisschen auch stabiler wirkt. So, die Decke. Die machen wir jetzt einfach mal aus Holz. So. Was ich auch toll finde, durch, ich weiß nicht, welches das ist, ich glaube, das ist MCMMO, durch das Plugin kann man jetzt die Pilze richtig gut ernten, so dass auch quasi der Stamm und die Kappe erhalten bleiben. Als farbliche Muster. Bisher ging das nicht, da wurde alles immer zu Schwamm. Also das Innenleben vom Pilz. Nicht der Schwammblock, sondern der Pilzschwamm. So nennt man das Innere. Für die, die es nicht wissen. Jedenfalls natürlich so mit diesen roten Tupfenmuster lässt sich natürlich auch toll bauen. Ist zwar doch leicht schwierig, aber es geht durchaus. Wer meinen Livestream geguckt hat, der weiß, wovon ich rede. Dort habe ich ja ein Häuschen in der Richtung hingesetzt. So. Wird auch schon wieder dunkel. So. Dann können wir jetzt hier quasi. Zack, zack. Nee, zack. Zack. Und ein noch ungefähr in die Mitte. Das ist auch wieder, das ist so ein Fackelgrab, kann man sagen. Da werden ungemein viele Fackeln draufgehen. Weil es ja auch eine ungemein große Fläche ist, die wir jetzt bebauen wollen. Naja, ob ihr sie bebauen wollt, weiß ich nicht. Ich möchte es jedenfalls. So. Und ich würde mich halt auch freuen, wenn ihr dabei bleiben würdet. So, hier sind wir ein zu hoch. Da kann dann noch da rein. Und jetzt geht's erstmal wieder ins Bettchen. Und gute Nacht. So. Es wird immer so schnell morgen. Das Gestängel sieht auch schon so richtig wüst aus. Wenn da drunter eine Stadt ist, sieht das richtig fast schon überbaut aus. So. Ja, bisher macht's einen guten Eindruck. So. Mal rüberhuschen. Hier auch noch machen. Fenster machen wir später. Jetzt geht's erstmal oben weiter. So dass man das Grundgerüst quasi fertig hat. So, denn hier bauen wir jetzt weiter. Spaß. Eine neue Spitzhacke wäre vielleicht auch angebracht. So. Da tun wir später Glowstones drauf. Hier stimmt die Rückwand dort, das fehlt ja auch noch. Ja, das machen wir alles noch heute. Denke ich mal, wir haben noch Zeit. Kriegt man noch gut was hin. Und ich brauche auch neue Folgen.